So, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Präsentation. Heute geht es um die Complete Edition von Das Boot und zwar ausgerechnet heute, weil Regisseur des Films Wolfgang Petersen genau heute seinen 80. Geburtstag feiert und ich habe die Edition schon wirklich ewig lange im Regal liegen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt und deswegen dachte ich, wo Herr Petersen den 80. feiert, starten wir das heute einfach mal. Die gab es damals wirklich als Schnäppchen, die Complete-Edition, ich glaube für 25 Euro. Deswegen habe ich sofort zugeschlagen, weil das wirklich die beste Edition ist, die es überhaupt gibt von dem Film. So, gerade hier den Müll zur Seite räumen. Die ist erschienen Ende November 2018, ich glaube um genau zu sein, am 30. November 2018, diese Complete Edition. Insgesamt 8 Discs, hier ist wirklich alles mit dabei und auch noch der Soundtrack und das Hörbuch auf 2 Audio-CDs verteilt, gelesen von Dietmar Bär. Ja, ich hoffe, man kann das alles halbwegs erkennen hier. Ich übe noch ein bisschen mit der neuen Kamera, wohlgemerkt. Erschienen ist das Ganze 1981, der Film. Die Kinopremiere war am 17. September 1981, also dieses Jahr steht der 40. Geburtstag an des Films. Es gab vorher schon mal eine Blu-ray-Veröffentlichung, da war auch, glaube ich, beides drauf, Director's Cut und die Kinoversion. Hier gibt es ja insgesamt, ich habe es mir aufgeschrieben, mehrere Versionen, da kommt man ja selbst ganz schnell durcheinander. Insgesamt sind es 4 Versionen, einmal die Kinoversion, der Director's Cut, die TV-Fassung und die TV-Serie. Mir persönlich hat bisher der Director's Cut ehrlich gesagt am besten gefallen, weil der ganze Rest einfach wahnsinnig lang ist. Also da muss man wirklich schon extremer Fan sein, um das durchzuhalten von der Länge. Oh, ich muss mal gerade hier ein bisschen gucken. Das ist so stark eingeschweißt, diesmal so dicht eingeschweißt. Man kommt da gar nicht richtig dran, dass ich hier nichts kaputt mache. Und das Boot hat uns ja wirklich einige Schauspieler eingebracht, einige gute und eine weniger gute. Fangen wir mal mit den guten an, beispielsweise Jürgen Prochnow, mit dem Wolfgang Petersen 1997 auch nochmal zusammengearbeitet hat, nämlich bei dem Film Air Force One, obwohl Herr Prochnow da nur eine ganz kleine Rolle spielt. Nicht so richtig runter. So. Das einmal zur Seite. Natürlich Otto Sander, der leider schon verstorben ist, 2013. Herbert Grönemeyer, natürlich als Sänger bekannter als Schauspieler, der damals, glaube ich, diesen Pressevertreter in dem Film Das Boot spielt. Claude Oliver Rudolph. Martin Semmelrogge, Sky Dumont und Bernd Tauber. Bernd Tauber werden viele von euch wahrscheinlich kennen als Benno Zimmermann aus der Lindenstraße. Ja, ich zeige nochmal, upsa, kurz die J-Card. Jetzt kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen ohne Folie. Wie gesagt, das verteilt sich auf insgesamt 8 Discs. Wie war die Aufteilung? 5x Blu-ray und 3x CD, 2x Hörbuch auf CD und einmal der Soundtrack von Klaus Doldinger. So, das ist ja also dieser Riesenkarton. Richtig stabil, also sehr schön gearbeitet, muss man sagen. Mal gucken, wie sich das Restliche hier entwickelt. So, das ist jetzt der erste Teil, also Gottes Willen. Herr Grönemeyer ganz vorne rechts, das ist dieser hier, das ist Bernd Tauber. Ist ein bisschen dunkel, das Bild, also auch im Original, wie es in der Hand hält. Man kann das nicht wirklich gut erkennen mit den Charakteren. So, fangen wir mal ganz vorsichtig von links an. Starten wir mit dem Booklet. Das ist von, kann man es sehen, Thorsten Harnisch, mal wieder. Also mal wieder ist jetzt positiv gemeint, er macht das immer ganz toll eigentlich, was da so geschrieben wird und auch die Fotoauswahl. Draußen scheint jetzt gerade übrigens wieder die Sonne, deswegen wird es jetzt extrem hell. Das Wetter ist echt verrückt heute. Das sind insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe, glaube ich 26 Seiten, was das Booklet betrifft.
Es kam neulich auch, ich meine, es war auf Arte, eine Dokumentation über das Boot. Die fand ich echt wirklich sehr interessant. Ich glaube, die gibt es dann noch in der Mediathek. Wenn dem so ist, verlinke ich das nachher noch. Das ist jetzt hier natürlich alles über die Produktion und so weiter. Hier ist er, der gute Herr Petersen. Insgesamt ist er 15 Mal für den Oscar nominiert gewesen, Wolfgang Petersen. Gekriegt hat er ihn leider nie. Das Boot war zweimal nominiert, einmal für beste Regie und einmal für das beste Drehbuch. Aber auch da ist er leider leer ausgegangen. Er ist übrigens in Emden geboren, das wusste ich auch nicht, in Ostfriesland. Und wie gesagt, morgen, also ich habe es jetzt am Samstag aufgenommen, das Video, also ich erzähle schon, es ist heute der Sonntag. Heute hat er dann den 80. Geburtstag am Sonntag. Kommt man hier noch ein bisschen näher ran? Ja, das geht ganz gut. Ich glaube, damals wusste Uwe Ochsenknecht auch noch nicht, mit was für einer schrecklichen Frau er später mal verheiratet sein würde. So, hier ist jetzt wirklich nochmal alles aufgeführt. Ich schreibe es aber auch in die Beschreibung noch, was hier wirklich genau dabei ist. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr viel. Und hier nochmal der Soundtrack von Klaus Doldinger. Und das Hörbuch, wie gesagt, gelesen von Dietmar Bär, was ich schon gesagt hatte. 910 Minuten, also da hat man lange zu tun, wenn man sich das alles wirklich reinziehen will. Das sind jetzt hier die Blu-ray-Discs. Einmal, ich kann es mal rausnehmen. Jetzt wird es nämlich draußen schon wieder so dunkel. Das ist hier der Director's Cut. Das war auch, glaube ich, die Version, die mir am besten gefallen hat. Auf schnittberichte.com, die deutsche Seite. Dort gibt es auch, meine ich, den komplett detaillierten, boah, man kriegt das hier so schwer raus, den komplett, wie geht das denn hier raus? Ich lasse es jetzt mal drin, ich will ja nichts kaputt machen, gerade beim Film. Das wäre auf jeden Fall die Kinofassung auf der anderen Seite. Was wollte ich sagen, bei Schnittberichte, da gibt es, meine ich, den detaillierten Schnittbericht auch zu den ganzen Unterschieden. Das ist jetzt hier links einmal die TV-Serie auf der Disc hier und auf der anderen die komplette Serie. Dann geht es hier weiter. Ist das nicht, ich will nichts Falsches sagen, ist das Otto Sander oder ist das der Semmelrock? Oh Gott, verzeiht es mir. Das Bonusmaterial auf der Disc hier ist der Soundtrack und wie gesagt, hier das Hörbuch auf zwei Audio-CDs verteilt, gelesen von Dietmar Bär. Ich drehe das jetzt mal vorsichtig alles um. Dann hat man nochmal die Bilder. Das ist leider kein Panoramafoto. Vielleicht hätte man das machen können. Es wird ja bei vielen diesen großen Editionen inzwischen gemacht, dass man ein Panoramabild auf der Rückseite nimmt. Ich denke jetzt nur an Dawn of the Dead oder Total Recall, wo halt auf der Rückseite ein Panoramafoto genommen wurde. Und ja, also hier kann man absolut nicht meckern. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Die Schauspieler hatte ich soweit genannt. Was er noch an Filmen gemacht hat, Wolfgang Petersen, also auch in Hollywood, war beispielsweise 1995 Outbreak mit Dustin Hoffman. Den kennt ja eigentlich jeder, den Film. Air Force One 97 mit Harrison Ford. Davor 93 In the Line of Fire mit Clint Eastwood und natürlich 1984 Die unendliche Geschichte. Moment, ich mache mal gerade das Licht an. Es wird jetzt doch etwas dunkel. Die unendliche Geschichte, ganz tolles Mediabook erschienen. Davon, ich glaube letztes Jahr war es. Nee, vorletztes Jahr, Entschuldigung. Super Film von Wolfgang Petersen auch. Da hat er so quasi, man sieht das hier auch, glossy, die Hollywood-Karriere ein bisschen gestartet mit Die unendliche Geschichte. Das Boot, ist, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie mal nachvertont wurde auf Englisch. Ich glaube, es gibt den Film nach wie vor nur mit englischen Untertiteln und Deutsch als Originalsprache in Amerika. Müsste ich mal Freunde fragen, die drüben wohnen. Ja, das ist wie gesagt die Complete Edition. Ich finde es echt wunderschön geraten und es ist wirklich alles dabei, was man braucht. Damals, wie gesagt, 25 Euro oder ich glaube, es waren sogar 23 Euro irgendwas. Das gab es mal beim Mediamarkt ganz kurzfristig irgendwie und die waren auch ganz schnell weg, die Dinger. Und da konnte man echt zuschlagen, auch wenn die
normale Blu-ray, glaube ich, auch vorhanden ist in meiner Sammlung. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, weil es zu viel geworden ist über die Jahre. Aber schöne Edition. Und wie gesagt, alles Gute zum 80. Geburtstag, Herr Petersen. Und danke für die vielen schönen Filme, muss ich sagen. Und vielleicht noch kurz zum Schluss zu erwähnen, damals richtig schön verhunzt, der Soundtrack von Klaus Doldinger, Alex Christensen 1991 als U96 mit Das Boot, diese grauenhafte Techno-Version. Naja, wer es brauchte? Der ein oder andere wird er wahrscheinlich zu gefeiert haben, vielleicht sogar ich verrate es nicht. Okay, das soll es gewesen sein. Schönen Sonntag noch euch allen. Ciao.